Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Stella. Ich habe ja gesagt, dass wir am letzten Part nochmal hier den Briefkasten abchecken wollen. Das tun wir jetzt. Ich habe eine Bitte von Cress. Anscheinend schon wieder. Ich weiß, das kommt plötzlich, aber würdest dir etwas ausmachen, mir eine Zutat in die Klinik zu bringen? Du kannst damit deine Rechnung bei mir bezahlen. Obwohl, vielleicht muss ich dir in Zukunft mehr solche Aufträge teilen. Könntest du mir fürs Erste vielleicht 2 Kühlblätter bringen? Du findest sie in der Nordstelle. Vielen Dank schon mal. Ja, 2 Kühlblätter in den Jordstöpfe. Wir haben ja welche hier im Lager, ne? Warte mal. Ich schau mal. Moment. Lagerkiste. Wir haben nur einen. Wobei, wir haben hier 2, aber das ist das Besondere. Ich werde mal lieber normale besorgen. Wir schauen mal, was unsere Quest angeht. Im Gange. Wir haben zwar natürlich die Hauptquest, ne? Aber ich würde gerne erstmal die Nebenquest noch machen. Bevor wir uns weiter der Hauptquest widmen. Und zwar ein verdächtiger Brief in dem Jadewald. Den sehe ich mal an. Also beziehungsweise mache ich mal die Priorität. Wir haben 2800 Geld. Damit können wir von hier aus nochmal nach Lethe? Nein. Wäre auch zu schön, nicht wahr? Dann gehen wir nochmal nach Lethe. Und schauen mal erstmal, ob wir damit was kaufen können. Beziehungsweise was herstellen können. Ich denke mal, das ist eine gute Wahl, bevor wir das Abenteuer aufbrechen. Einmal beim Schmied vielleicht mal nachgucken oder beim anderen Händler da. Wie hieß der nochmal? Der halt Sachen herstellt. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Genau, beim Renovierladen. Da würde ich gerne mal nachschauen. Hi. 2000, wir überholen uns eine Küchentheke. Ich denke mal, das ist gut, ne? Und Farbengröße können wir uns danach immer noch holen. Ja. Was dauert einen ganzen Tag? Kann man machen. Dann ist wenigstens am nächsten Tag schon mal die Küche fertig. Und man kann sich dann voll und ganz den Kochen widmen. Das freut mich. Gut. Dann machen wir es mal erstmal auf in den Jadewald. Und werden da mal, ja, da unseren Spaß haben. Mit der einen Quest, die wir schon quasi angefangen haben. Ungewollt. Ich dachte, das wäre die eine Quest mit den kleinen Kindern. Aber das blinkt denn, ne? So, Aria ist mit dabei. Da müssen wir von oben kommen mit Reparaturset. Zeig mal die Karte her. Da links sollen wir hin. Da unten ist das Ziel. Da geht die Haupthandlung weiter. Dann gehen wir erstmal da weiter, nach links. Wir sind als Magier ausgerüstet. Wir haben aber auch noch einen anderen Auftrag hier. Quasi. Nee, Moment. Ich weiß nicht, wie viele haben wir denn? Stehen das irgendwo? Ah, 417. Ja. Kann ich es nochmal erhöhen? Moment. Kämpfer. Ah. Ein Schritt, der zu Beginn eines Sprints ausgeführt werden kann. Ich meine, so leveln wir wenigstens. Aha. Flammenzunge. Alles noch sehr verwirrend, ne? Für mich. Aber ich hoffe, wir steigen da noch durch. Gut, gehen wir weiter. Magie ist ja immer ganz gut, ne? Fernangriffe sind immer praktisch. So, hier ist irgendwo das verlorene Kind und das Omen, was wir schon gesehen haben. Das müsste die Story ja hier weitergehen. Oh nein. Alles gut hier? Was geht? Was geht ab? Hilfe, Mama, Papa. Ja, die können dir hier nicht helfen. Duran Repes, bleib zurück, überlass das uns. Oder sie, ich weiß es nicht. Die gut gebaute sie. Level 16? Oh, das ist stark. Das dauert länger zum Aufladen. Die Musik ist ziemlich cool hier. Er ist schwach gegen Schwert, das Ding, aber ich mache einfach so, ne? Ich meine, das nützt ja, hilft ja auch irgendwie. Tja, das war's. Sonst alles okay? Ich hoffe.
Eliminierung des Ziels bestätigt. Das Kind ist in Sicherheit. Wow, wie stark du bist. Danke. Warum bist du weiter in den Wald vorgedrungen? Du wusstest, es ist gefährlich. Ich dachte, ich hätte dir geraten... Nein, dich gewarnt, dass du das nicht tun solltest. Weil... Hast du meine Warnung nicht ernst genommen? Ist es nicht offensichtlich, dass es gefährlich für ein so wehrloses Kind wie dich ist, alleine in den Wald zu gehen? Es tut mir leid. Und was du vorhin gesagt hast, war unbegreiflich. Warum weigerst du dich, zu deinen Eltern zurückzukehren? Es ist äußerst schwierig für ein Kind, ohne den Schutz seiner Eltern zu erleben. Also, das redet er oder sie, ich weiß es nicht. Jetzt bleiben wäre höchst unlogisch. Weil... Es waren zu viele Fragen auf einmal. Dann überlasse ich das dir, Abel. Du weißt, wie man mit deinesgleichen zu sprechen hat. Danke. Warum... Abel war, glaube ich, der Begriff für Mensch hier, ne? Warum willst du nicht nach Hause gehen? Warum bist du weggelaufen, Kleiner? Kleiner hört sich immer so böse an. Kinder wollen nicht als Kleiner betitelt werden. Warum willst du nicht nach Hause gehen? Weil Mami und Papi nie zu Hause sind. Sie müssen immer arbeiten und ich bin immer ganz allein zu Hause. Ich esse alleine, schlafe alleine. Andere Kinder müssen das nicht. Deine Eltern arbeiten, damit sie dir ein stabiles Umfeld bieten können. Nein, tun sie nicht. Sie hassen mich. Sie lassen mich allein, weil sie mich nicht mehr lieb haben. Du bist zu einem falschen Schluss gekommen. Was meinst du damit? Man sagt, Eltern seien genauso abhängig von ihren Kindern wie diese von ihnen. Es ist unwahrscheinlich, dass deine Eltern dich grundlos allein lassen würden. Zuerst solltest du ihre Motive ergründen und die Basis ihrer Handlungen nachvollziehen. Ich weiß nicht, was all diese schwierigen Worte heißen. Er sagt, du sollst mit ihnen reden. Hä, das macht doch keinen Sinn. Er sagt, du sollst mit ihnen streiten. Nein, reden. Ich schätze, das zugrunde liegende Problem ist ein Mangel an Kommunikation. Warum willst du mich so dringend nach Hause schicken? Obwohl du die ganze Zeit mit mir gespielt hast. Ich hab nicht mit dir gespielt, ich hab dich lediglich beschützt. Hast du mich etwa auch? Oh nein, ich muss niesen. Es ist irrelevant, ob ich dich mag oder hasse. Ich möchte nur, dass alles wieder in geordneten Bahnen verläuft. Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu beschützen. Wir alle müssen unsere eigenen Rollen spielen und ich meine eigene Mission erfüllen. Du stehst dieser Mission im Wege. Also gut, ich gehe zurück. Kann ich ihn bei dir lassen? Ja, ich nehme ihn mit. Mein Dank ist dir gewiss. Bald können wir kochen am nächsten Tag und da können wir uns auch mit guten Heil-Items weiter vorwagen in andere Gebiete. Sternweizensamen und Silber. Oh, Silbererz, okay. Sonst alles gut bei dir, ich weiß nicht. Du machst da Kopfschmerzen oder so, ne? Ich weiß nicht. Du hast da eine Kampfposition. Scheint so. Na gut, dann war das doch mal eine kleine Mission hier. Wir haben Silbererz dabei. Da drüben sind Monster. Wir ignorieren das erstmal. Vorerst. Becher ich. Wir wollen hier... Ich will zwar schon gerne weiter. Aber immer... Wie gesagt, immer erst eins nach... Ne, da geht's nicht lang. Aber da ist was. Eins nach und nach. Dafür wird das denn später spannend. Weil jetzt so alles vorwegnehmen ist auch doof irgendwie. Wenn ich jetzt in eine Cutscene reinlaufe, wie bei dieser Quest hier, die hätte ich gerne von Anfang an durchgängig gemacht, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber so kann es gehen. Ich kann nicht zur Lethe-Seite. Warum das denn nicht? Mensch, Mensch, Mensch. So, Lethe. Erinnere mich, der Name, wenn ich den jedes Mal lese, ne, dann muss ich immer an Alete denken, an Kindernahrung. So. Warte. Ich will nicht nach Hause. Ich wette, Mama und Papa machen sich nicht mal Sorgen um mich. Weil sie mich nicht lieb haben. Das kannst du nicht wissen. Das kann ich wohl, ich weiß es einfach. Ich bleibe im Wald. Ike,
Oh, dem Himmel sei Dank, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Mama, Papa, was macht ihr hier? Wir haben dich natürlich überall gesucht. Wo warst du die ganze Zeit? Bist du verletzt? Ich hoffe, du hattest nicht so viel Angst. Müsst ihr nicht arbeiten? Ike. Du bist uns so viel wichtiger als die Arbeit. Aber ihr seid immer arbeiten und ihr verbringt nie Zeit mit mir. Es tut uns leid, Ike. Du warst offensichtlich sehr einsam. Du musst so lange damit zurechtkommen, dass wir nie da sind. Wenn wir eigentlich hätten zu Hause sein sollen, um dich zu verhätscheln. Mama, Papa. Es war richtig, miteinander zu reden. Ja. Tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Solange du in Sicherheit bist, ist das egal. Komm zu Hause, warte ein leckeres, warmes Essen auf dich. Ich gehe jetzt nach Hause. Danke, dass du bei mir geblieben bist. Könntest du diesem Omen bitte auch von mir danken? Das werde ich. Wenn er noch da ist, um es ihm auszurichten natürlich. Wir sehen uns später. Danke nochmal. So, und jetzt Hose runter und auf den Klaps. War ein Scherz. War schon. Andere Eltern hätten ein bisschen mehr gepöbelt, ne? Ich sag's wie es ist. Andere Eltern, die hätten. Die wären ein bisschen strenger. Die hätten schon. Ja. Ist schon 17 Uhr, ne? Wir gehen langsam was schlafen. Ich glaube, meine Eltern damals, die wären. Als ich mal länger draußen blieb, ist mein Vater mir auch hinterhergekommen. Weil ich halt da. Eigentlich so lange da durfte. Da, weil ich war ja auch nicht in der Nähe vom Hof geblieben. Mama war da auch strenger. Er hat auch mehr gemotzt. Der hat nicht irgendwie... Oh, das war fertig. Der hat nicht gesagt, von wegen... Moment, wir haben ja ein bisschen was, ne? So. Der hat nicht gesagt, alles gut. Ich hätte mehr auf dich achten sollen. Es ist meine Schuld und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ne? Ich kann hier nicht pflanzen? Wieso kann ich... Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Na gut, dann gießen wir ja erstmal. Ich gieße das hier auch mal. Den brauchen wir ja Viererfeld dafür. Ich weiß es nicht. Nö, ich kann das nicht einpflanzen. Sei mal her. Bis Ende oder 6 Tage. Frühling, Sommer, Herbst, Wind. Frühling, Sommer, Herbst. Höhlenpflanze. Muss das irgendwie im Dunkeln später gepflanzt werden? Ha. Na gut, wir verkaufen erstmal unseren Ertrag. So, Moment, wo ist das? Was haben wir denn rausgeholt? Einmal Gras? Nee, oder? Dann gut, dann behalten wir das mal. Silber, verstärkte Waffen, harter Stein. Dann lagern wir es einfach mal ein, erstmal. So. Schadet ja nicht. Das behalte ich auch erstmal. Wer weiß, ob ich es später anpflanzen kann. Gut, dann gehen wir schlafen und erholen uns mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir dann auch noch ein bisschen Level up. Ist ja alles nützlich, ne? Nicht wahr? So, schlafen wir. Yeah, Level 12. Oh. Ja, 650. Können wir vielleicht bald mal unsere Waffe verstärken mal. Das wäre ja auch mal sinnvoll. Oder? Ah, die Küche ist fertig, ne? Was ist das für ein Lärm? Hey, guten Morgen. Habe ich dich einfach geweckt? Es tut mir leid. Ich bin gerade mit der Küchentheke fertig geworden, die du haben wolltest. Ist das hier ein guter Platz dafür? Ja.
Toll, dann gestatte mir, dir zu zeigen, wie man sie benutzt. Du kannst mit der Küchentheke Essen zubereiten. Dafür brauchst du eine Anleitung und die notwendigen Zutaten. Anleitungen kannst du im Läden kaufen oder als Belohnung verdienen, also halte nach ihnen Ausschau. Es macht dich nicht nur satt, es stellt auch Ausdauer her und Kochen ist günstiger als gekauftes Essen. Es macht Spaß, verschiedene Gerichte auszuprobieren, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Mit Anleitung könnte sogar ich kochen. Eine Anleitung, wenn das so ist. Du hast die Anleitung für eine Bergpfanne erhalten. Wieso probierst du diese Anleitung nicht aus? Sie ist einfach und auch für Anfänger geeignet. Ach, die geht aufs Haus. Betrachte sie als Geschenk. Naja, ich sollte mich auf den Weg machen. Bitte entschuldige mich. Wenn du mal Hilfe bei einem Bauvorhaben brauchst, komm in meinen Laden und wir reden darüber. Gut, werde ich tun. Darf ich jetzt kochen? Küchentheke verwenden. Ich kann wirklich nur die Bergpfanne machen. Wildblatt und kleiner, ja. Essen vorbereiten. Mach mal zwei Stück. Warum das auch mal länger dauert, wenn man eigentlich mehr in die Pfanne haut? Warum das dauert, klar, dauert ein bisschen länger, aber es dauert nicht hier mal zwei. Nur wenn man zwei Eier anstatt eines benutzt, das dauert doch nicht doppelt so lang. Ein Gericht aus frischen Wildblättern und kleinen Pilzen, die herumkommen in diesem einfachen, doch köstlichen Gericht aus Leder hervorragend zur Geltung. Er hat einen Bergsand im Falle mal zwei. Und da haben wir hier noch mehr Sachen. Ich weiß nicht. Naja, gut. Dann zeig mal her. 900 LP und Ausdauer plus 50%. Okay. Füllte Magen zu 20. Ja, Ausdauer super. Das macht nur Heilung. Gut. Ja. Falsche Seite. Wir haben ein paar Aufträge erfüllt. Ernte Gras, Küchentheke, Reparaturset herstellen. So. Da ist bestimmt auch ein bisschen was auf dem Feld jetzt fertig. So. Hier auch was fertig. Gemüsesaft. Tue da gleich noch mehr rein. Können wir jetzt was anpflanzen? Ne, das können wir echt nicht anpflanzen. Na gut. Da gehen wir doch nochmal in Lachlete. Gut, der Rest erstmal rein. So. Und kaufen nochmal neue Saat. Andere Seite. Orientierung. Schon wieder Post? Ach was. Ich muss etwas unternehmen. Von Wendt. Es tut uns so leid, dass wir so viel Ärger gemacht haben. Wir haben uns bei unseren Eltern und den Bürgermeistern entschuldigt. Und sie haben gesagt, alles sei gut. Milika ist aber immer noch sauer auf uns. Sie können... So können wir sie nicht gehen lassen, sonst sehen wir sie nie wieder. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich alles hier gerade biegen kann. Oh nein. Je besser man vorbereitet ist. Schwarzperle mal 4. Wie geht es dir ein? Hast du dich schon ein neues Leben gewöhnt? Du gibst sicher immer mehr Geld aus, um Saat zu kaufen, um deine Farm zu erweitern. Nun, ich habe diesen Brief an die Kleinigkeit beigefügt, um dir zu helfen. Wenn man sich mit den Ausgaben übernimmt, ist Verkaufen manchmal besser als Kaufen, lieber. Nutze dies, wenn es wirklich nötig ist. Schwarze Perle. Neue Produkte. Vielen Dank für die anhaltende Unterstützung. Wir dürfen voller Stolz verkünden, dass wir jetzt neue Rezepte im Sortiment haben. Wir bieten eine breite Auswahl von Hamburger bis hin zu Sandwich-Rezepten. Wenn man verschiedene Gerichte kochen kann, wird dadurch nicht nur das Leben aufregender, es wird dir auch auf deinen Abenteuern helfen. Probiere unsere neuen Rezepte aus. Der kann mich dran laden. Ja, ob ich das Geld jetzt nun habe oder nicht, wenn ich das zum Verkaufen ist, dann weg damit. Geld ist Geld, ne? Nicht wahr? Ich glaube, es sieht dir genauso. So, auch immer fein alles einsammeln. Und dann holen wir uns erstmal neue Rezepte. Sehr viel zu tun, ne? Es gibt so viel zu tun im Spiel. Rezepte kaufen und Dings. Und für alles braucht man Geld, ey. Na gut, gehen wir mal zum Gewürzwarenladen. Und gucken mal, was sie da haben für Rezepte. Und hoffentlich sind die nicht so teuer. Dass man für Burger Rezept braucht, wisst ihr? Na gut, zeig mal her. Hausmannskost. Ist gar nicht so teuer, ne? Mach mir einfach. Jo. Damit haben wir nichts mehr. Wir können noch ein bisschen einen Sternweizen holen, aber nee. Holen wir nochmal einen Grassamen.
Hauptsache, wir haben was anzupflanzen. Das war unser Geld, Leute. So schnell kann es gehen. Aber beim nächsten Mal sollte ich wirklich drauf sparen, die Farm zu erweitern, glaube ich. Ich weiß nicht. Lohnt sich das? Aktuell haben wir sowieso noch nicht so viel, ne? Dass sich wirklich lohnt. Ach, man kommt auch von hier aus direkt zum Gemischtwarenladen. Ja gut, die 10 Meter, ne? Die 10 Meter. So, hier ist irgendwo was. Ah, da. Da. Gut, das war's auch schon. Kommen wir mal, gucken wir mal, was wir kochen können. Ne, da, andere Seite. Bis jetzt nur die Bergpfanne, was? So wenig haben wir? Was? Okay. Machen einfach mal. Man braucht echt viel. Also man muss wirklich so viel sammeln. Dafür braucht man 8. Ne, ich habe 8, aber dafür aber einen davon, okay. Na gut. Lagern wir das mal ein. Das behalten wir als Essen, das ist mal sehr gut. Und dann gehen wir los, ne? Falsche Seite. Ich wollte ja erst nach Osten. Ja, eigentlich wollte ich erst nach Osten. Bevor wir, also die Mission, ne? Weil irgendwie wird ja... Wir haben jetzt wahrscheinlich so viele Quests, ne? Ein verdächtiger Brief, ist das noch nicht zu Ende? Ach, wir müssen immer noch mit ihm reden. Okay, okay, dann machen wir das. Mit Duran Repes, habe ich ganz vergessen. Wurde uns ja gesagt. Gut, dass ich nochmal in die Quest geguckt habe. So. Ist auch der Abschluss der Quest. Sehr gut. So, wo ist das? Da, ganz links. Okay. Ist ja zum Glück nicht weit. Oh, da sind ja gar viele. Miliziten und Chlorogel. Nehme ich mal, ne? Ja. Und du. Klar, mit Feuerangriff geht das schneller, ne? Aber ich glaube, wir haben noch gar nichts. So. Und wenn wir schon hier sind, dann können wir auch mal immer wieder alles auch mitnehmen. Man braucht ja sehr viel. wie man gesehen hat. Ach, schön. Ach, hier ist... Da oben links. Hey, Duran Repes. Wir haben ihn weggebracht. Alles jetzt in Ordnung. Du bist es. Hast du das Kind dir genauso gebracht? Ich verstehe. Seine Eltern haben ihn gefunden. Also haben sie nach ihm gesucht, so wie ich es vermutet hatte. Klar, welches Elternteil sucht nicht nach seinem Kind, wenn es plötzlich weg ist? Es ist gut, dass sie ihn wieder zusammengefunden haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Junge wieder alleine in den Wald geht und so sein Leben gefährdet, ist nun geringer. Ich kann mich jetzt auf meine Mission konzentrieren. Ist das wirklich, was du fühlst? Ich habe nur die Fakten aufgezählt. Würdest du ihn nicht gerne wiedersehen? Wieso würdest du so etwas sagen? Es wäre unlogisch, irgendeine Bindung zu den Jungen aufzubauen. Unseresgleichen sollte sich sowieso nicht mit euresgleichen mischen. Ja, es hätte nicht angemessen enden können. Doch, was ist das für ein unerklärliches Störgeräusch? Vielleicht hast du ihn lieb gewonnen. Lieb? Nein, das kann nicht stimmen.
aber es ist wahr, dass ich gerade etwas erfahre, das ich nicht in Worte fassen kann. Sollst du das Geräusch untersuchen? Ja, das sollte ich wohl. Ich möchte diesem Geräusch auf den Grund gehen. Obwohl ungewiss ist, ob ich eine Antwort finden werde oder ob es überhaupt einen Sinn ergibt, dem nachzugehen. Wie auch immer, das ist es, was ich tun möchte. Sag Bescheid, wenn du es herausfindest. Nun, das würde ich, aber ich bezweifle, dass wir uns wiedersehen. Vielen Dank für diese Erfahrung. Ich werde sie fest in Erinnerung behalten. Leb wohl. Tschüss. Ein verdächtiger Brief. Oh, was? 6 Karoppen aus Sternweizen und Kriller 500. Gut. Das sollten wir direkt anpflanzen gehen. Weil hier wollte ich, wie gesagt, eigentlich sein. Aber irgendwie lootst uns das Spiel ja sehr oft hier hin, ne? Gut, wir haben was anzupflanzen. Dann sollten wir es auch schnell tun. Schade, dass wir keine momentane Teleportation beherrschen. Einfach so von hier aus direkt. Ich laufe falsch. Direkt nach Hause. So per Knopfdruck. Ich glaube, Rune Factory war das so, ne? Rune Factory 5, da konnte man einfach von überall jederzeit nach Hause. Das fehlt hier. Naja. So haben die Kristalle wenigstens einen Nutzen. So, aber jetzt. Jetzt wird angepflanzt, Leute. Und zwar Karoppen. Ich weiß, es ist noch ein sehr großes Kuddelmuddel, aber das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern. Weizen. Wenn die Steine erstmal weg sind, dafür brauchen wir sowieso Geld. Ich glaube, müssen wir unsere Hacke verstärken. Ach, das ist so cool mit der Gießkanne. So. Haben wir das doch gemeistert. Haben wir Post? Wir haben keine Post. Irgendwas habe ich gehört. Aber wahrscheinlich das Rascheln der Blätter, oder? Ja, ja, das Rascheln der Blätter im Wind. Gut, angeln wir hier mal. Ich will da drüben hin, aber... Hm. Nochmal einen Fisch an Land ziehen. Und dabei schöne Musik lauschen und meine Stimme. Hallo. Na komm, was kommt hier raus? Ein Starkkampf, ein Fisch mit hartem, unbesiegbaren, unbiegsamen Schuppen, nicht unbesiegbar. Na gut, haben wir schon. Einmal machen wir noch. Ich denke mal, dafür können wir auch später gute Gerichte machen. Und schlecht wird das anscheinend nicht, das Essen. Ich mag es zu angeln in Videospielen irgendwie. Bin immer gespannt, was da für ein Fisch rauskommt. So, was haben wir hier? Oha! Eine Mundankrabbe. Größe 7. Was für eine Einheit 7. Einfach nur 7. Eine ordinäre Krabbe, die überall gefangen werden kann. Sie krabbelt unruhig hin und her. Eine Schere oben, als suche sie etwas. Ihre süßen Augen erblicken dahinter hervor. Krabben sind schon niedliche Tiere. Gut, jetzt will ich aber nochmal. Jetzt will ich es wissen. Ein Krebs einfach geangelt. Ich habe als Kind auch mal einen Krebs gefunden am Strand. Falkensteiner Strand war ich damals. Und da habe ich den Krebs einfach Knorrbart genannt. Immer süß Fisch. Ein Fisch, der jederzeit überall gefangen werden kann. Es schmeckt... Ja. Knorrbart habe ich ihn genannt. Und wisst ihr, warum ich mich daran erinnere? Nicht, weil ich krasse Erinnerung wirklich daran habe, dass ich dem so ein Krebs mal Knurrbart genannt habe, sondern ich habe das war so eine Art Kur und ich habe zu der Zeit meiner Mutter einen Brief geschrieben, dass es mir gut geht und ich einen Krebs gefunden habe und ich einen Knurrbart genannt habe. Mit einer fürchterlichen Handschrift. Aber wer hat als Kind denn bitte schon eine gute Handschrift, nicht wahr? Ach ja. Feuerlichtfrucht. Eine Kochzutat. Ich
glaube nicht, dass wir daraus was kochen können, nicht wahr? Wir können Bergpfannen herstellen. Machen wir das nochmal zum Abschluss. Ich meine, ist ja nützlich. Und dann können wir hoffentlich... Ja, mal gucken, was wir im nächsten Part so angehen werden. Gut, das haben wir auch gemacht. 60 mal 30. 6 Quests in Lethe. Koche 5 mal. Ja, das machen wir alles noch. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, damit der nächste passt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.